So, willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Habe gerade richtig schön gefällt bei den bei dem Versuch hier an den Autos vorbeizukommen. Gut, ich bin vorbeigekommen, aber man hat, glaube ich, gesehen, dass es nicht allzu sicher aussah. So, wir haben hier noch eine Untersuchung. Die Abschlussuntersuchung zum Thema Menschenhandel. Das heißt, wir müssen jetzt den Auktionator... ja, dingfest machen. Starten wir die Untersuchung. Ich werfe mal einen Blick in die Markus-Wohnung und sehe nach, ob er noch da ist. Hoffentlich ist er noch in Chicago. Oh ja, das hoffen wir mal. Hoffentlich ist er noch in Chicago. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal den Gebäudesicherheitsrouter knacken. So schaut's aus. Ach süß. Kleines Rätselspielchen. Geht aber schnell. Okay, die wollen die Marco da rausbringen. Diese dreckigen Cops waren wohl Teil von Quinns Auktion. Die wollen die Marco anscheinend aus der Stadt eskortieren. Das darf nicht passieren. Ach du Schande. Das macht sich jetzt wie ein Verbrecherkonvoi. Wir bringen gerade die Marco raus. Ich kann den Kerl nicht gescheit ausschalten. Ich muss mich jetzt erstmal hinten dran halten. Weil ich erstmal ein Auto brauche. So, jetzt müssen wir der Polizei entkommen. Käufer bloßgestellt und die Auktion beendet. Das Beste ist, dass Poppy und die anderen frei sind. Ein Erfolgserlebnis. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Rums, Rums. Ich fand das gerade verdammt einfach. Das war gerade echt einfach. Ich hätte nicht mal das Auto wechseln brauchen dafür. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Tja, wie oft wir diese Radiomeldung wohl auch hören werden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Und da haben wir noch was Letztes. Meine Güte, das ist die Aufnahme der Abschlüsse heute. Letzten CTOS-Kästen. Ja, also, ich hole nur meine Sachen. Ich hole meine Sachen. Hab hier was Komisches gefunden. Die scheinen relativ nah beieinander zu sein, die Kästen. Mist, ich muss mich beeilen. Die sind aber alle ziemlich weit oben angebracht. Gib mal her, das Auto. Wo sind die denn? Okay, einer hängt da oben. Das heißt, es bringt gar nichts, dass wir hier mit dem Auto langfahren. Wir müssen da irgendwie schauen, dass wir da hochkommen. Da hängt kein Lift oben. Ich habe jetzt auch gelernt, man muss auch mal nach Liften Ausschau halten, die oben hängen und runtergelassen werden. Das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit.
Wie zum Beispiel da. Was mache ich denn für einen Schrott? Ich wusste es irgendwie. Na, kann ich da nicht? Muss ich da rechts noch aussteigen, damit ich hier rüberkomme? So, Nummer 1. So, 3 Stück haben wir noch. Einer scheint auf Bodenhöhe zu sein. Den sollten wir relativ einfach kriegen. Verrückt auf sollten. Hallo, wo ist er denn? Das war Rüde. Ah. Da rein. ...5600. Da drüben ist noch einer auf Bodenhöhe. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen aufs Dach. Er ist hier. Ich glaub's nicht. Er ist hier. Ja, er ist hier. So, es sieht nicht so aus, als ob wir hier aufs Dach kommen. Problem ist... Doch, da ist ein Lift. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Komm mal runter, Kleiner. Dann hören wir uns mal das letzte Audiolog an. Ah, noch nicht ganz. Wir müssen nochmal da hoch. Oh, da ist noch eine Leiter da hinten drin. Ich muss gerade nochmal schauen. Zerstörungseinbruch, Skillpunkt erhalten. Mission beendet. Alles fertig. Schauen wir jetzt nochmal ins Fortschrittsrad. Ein Gangversteck. 2 Verbrecherkonvois. 4 Hauptmissionen. 5 Hauptmissionen insgesamt. Und 2 Songsneaks, die ich wahrscheinlich nicht kriegen werde. Was ein bisschen schade ist, aber... Schaut es euch mal an, Leute. Wir haben sehr, sehr viel geschafft hier. Trinkspiel, was kann man da kriegen? Ne Pumpgun. Ne Pumpgun. Okay, Leute. Ah, da würde ich noch ein Motorrad kriegen. Fürs Pokern, aber das Pokern, das lassen wir lieber. Das dauert sehr, sehr lang. Den Fokus Commander machen. Wir können aber noch nach einem anderen Minispiel schauen. So eine Runde Cashon oder so wäre jetzt nicht schlecht, weil das Problem ist, wir haben jetzt noch zu tun, wie gesagt, Hauptmission. 2 Verbrecherkonvois, von denen wir nur einen wissen, wo er ist. Und der liegt in Pawnee draußen, bis wir da hinkommen. Theoretisch auch das Gangversteck hätten wir zu tun. Oder hier unten die Hauptmission. Wenn ich auf die Uhr schaue, ist ja auch die Uhr 10 Minuten noch für das heutige. Und ich hätte jetzt richtig Bock weiterzumachen, aber ich habe die Zeit einfach nicht, weil es ist jetzt gerade irgendwie 11:30 abends oder so. Ich muss morgens auch früh raus. Deswegen werde ich es wahrscheinlich
nicht umhinkommen, da die Aufnahme möglichst bald zu beenden. Aber 10 Minuten kann ich als Folge nicht raushauen. Schauen wir doch einfach mal, ob wir wieder getrollt werden. Dass wir die Cash Runs nicht spielen dürfen oder ob wir es diesmal sogar dürfen. Aber sieht nicht so aus. Nicht verfügbar, natürlich. Oh mein Gott, er hat eine Waffe. War da nicht ja noch was ich wollte? Ach ja, da wollte ich mal schauen. Und wir könnten noch eine andere Sache schauen. Die Fähigkeiten nämlich. Meine Güte, wir haben 47 Skillpunkte nicht ausgegeben, Leute. So langsam muss ich mich schon mal fragen, was ich eigentlich falsch mache. Das ist Fokus, Fokus, Fokus. Schnelleres Nachladen nehmen wir mit. Scharfschütze. Nehmen wir mit. Fokus habe ich bis jetzt eher weniger gebraucht, deshalb nehmen wir nicht mit. Hergestelltes. Fokus Boost. Brauchen wir weniger. CTS-Scan kann man mitnehmen, obwohl wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben. Annäherungs-USV. Haben wir bis jetzt auch noch nicht so wirklich gebraucht, können wir aber trotzdem mitnehmen. Fahrerskills. Präzisionsfahrer. Können wir mitnehmen. Fluchtkünstler. Ah, das hätte uns gegen die Hubschrauber geholfen. Offensiver Fahrer. Können wir mitnehmen. Schaut euch das langsam mal an, Leute. Jetzt fehlt eigentlich nur noch hier der Geldautomat. Aber weißt du was? Wir haben zwar so scheiß viel Kohle schon, aber das können wir jetzt auf die letzten Meter noch mitnehmen. 13 verfügbare Skillpunkte. Hauen wir es doch in den Fokusboost noch rein, dass wir den herstellen können und holen uns mal so ein bisschen Fokus-Zeugs. Wir haben noch einen Skillpunkt übrig. Und das letzte können wir nicht machen, weil wir die 10 Schachpuzzle nicht haben. Das heißt, wir haben das Ding ausge... Ja. Wir haben das komplette Rad ausgeskillt. Mittlerweile. Nicht schlecht. Jetzt will ich nochmal kurz schauen. 77% habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Fortschritt. Passt soweit. So. 4000 aus dem normalen Bankkonto, bitteschön. Aber ich muss mal kurz warten, weil der wird gleich einen Anruf tätigen. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Aber hey Mann, wenn man was sieht, ist es voll geil. Und alle wollen es sehen. Meine Website kriegt 1000 Hits pro Tag. Keiner hat die Eier, um sowas zu machen. Dabei war es ganz einfach. Ich bin länger geblieben und habe die Kamera in der Lüftung installiert. Unfassbar, wie klein die Dinger heute sind. Na, will er nicht einen Anruf tätigen? Ich kann ich den mal kurz anstumpfen? Schleim und so. Hast du ein Problem? Läuft jetzt weiter. Ich habe den noch gerade gehackt und er hat Verbindung zu Blum. Volles Bankkonto. 9000 aus dem... Ich kann ja mal ein paar Leute hacken und ein paar schauen, wie viel Geld wir zusammenbekommen jetzt. Nee, es bringt es eigentlich auch nicht. Digitale Trips, ganz ehrlich. Schauen wir da mal rüber. Da haben wir ja noch nicht alle gehabt, dann können wir ja nochmal schauen, was wir da so finden. Was zur... Pass gefälligst besser auf. Ja. 4900 aus einem normalen Bankkonto gemerkt, das waren vorher die vollen. So, digitale Trips. Schauen wir uns den auch nochmal an. Schon mal digitale Trips probiert? Nicht verfügbar. Was soll denn der Scheiß jetzt?
Kann ich mal kurz aufs Smartphone schauen? Ach, in der Nähe erkannter Verbrechen nicht verfügbar. Oh, das heißt, ich muss mal da kurz rüber. Ich muss den Karl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Ja, den finden wir schnell. Der war wahrscheinlich irgendwo da oben. Passt. Na komm her. So. Wenn ich jetzt nämlich hier hochgehe, dann müsste ich den Kerl erwischen. Nee, geht nicht. Digital Trips geht. Ah, das sind Cash und Challenges. Das muss ich machen, damit ich zurückgehe. Was ist das jetzt? Achso, hier kann ich Herausforderungen selber erstellen. Wie komme ich hier raus? Ah, Editor verlassen. So. Hier könnte ich also Herausforderungen selber... Ah, das sind dann die Online-Herausforderungen wahrscheinlich. Ah, okay. Wusste ich auch noch nicht. Songsneak, Media App, Digitale Trips. Kann ich hier einen Cache starten? Strecken. Was wir hier haben, sind digitale Trips. Die Teile benutzen Audiowellen, um dein Bewusstsein zu erweitern. Na los, probier's mal. Riskier einen Blick hinter den Spiegel. Ich habe neuen Stoff, der dir vielleicht gefällt. Madness hatten wir schon mal. Ich würde mal im Psychedelic probieren. Gern? Dann haben wir genau den richtigen Trip. Diesen Trip wirst du lieben. Machen wir mal wieder einen digitalen Trip. Okay, das wird übel. Alter, boah, das ist gar nicht so einfach. Das ist anscheinend echt für einen Analogstick konzipiert. Ah, das ist echt. Das ist super präzise gerade hier. Alter, was ist das für ein Trip, ey? Das ist so übel. Ey, ist gerade voll drauf, ey. Schau mal, wie weit wir kommen. Würde ich die ganze Stadt fliegen können? Was ist da jetzt los? Frühblühe beendet. Ah, okay. Weiter. Neuer Rekord. Okay. Probieren wir noch eine Runde, aber danach werden wir wahrscheinlich schon wieder beenden müssen. Alter, was sind das für ein Trip, ey? Flieg. Bonk. Yeah!
Das war überhaupt nichts. War doch gar nichts mehr in der Nähe. Boah, das ist echt komisch, ey. Wow, also die Steuerung ist echt hackelig bei dem Teil. Einfach weil ich mit jedem Tastendruck so verdammt schnell wegziehe. Ich denke, ich werde mal aufwachen. Das ist auf jeden Fall ein Fall fürs Gamepad. Es macht Spaß, ja, aber die Steuerung ist verdammt hackelig. Schön im Blumenbeet gelandet. So, wo sind wir denn hier oben? Ich würde sagen, wir gehen da hoch. Ja, passt. Warum holen wir noch ein Auto auf Abruf? Was nehmen wir denn? Ach komm, der Luciano muss sein. Deine Schaukel ist fertig, voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Da hätten wir auch ein Motorrad gehabt. Egal. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger von ehrlich. Die öffentliche Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Ja. Schön, dass wir es nochmal hören durften heute. Ach so, wir müssen hoffen, dass wir jetzt nicht abkratzen. Nö, passt. Ich glaube, hier unten war ich noch gar nicht. Das wäre ganz gut, oder? No, da waren wir noch gar nicht. Wir haben noch einen Audiolog hier. Oh ja, Charlotte Gardner. Ich glaube, das ist eine Angestellte bei Bloom. Ich würde aber sagen, wir tun jetzt erstmal aus, Runde. Bis zum Morgen. Ja, und es war heute nur eine kurze Aufnahme. Wie gesagt, ich musste ein bisschen was überbrücken, während ich umziehe. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und Folge von Let's Play Watch Dogs hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao, ciao.